Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu der Drei Stern. Ich habe da mal was eingekauft. Musste jetzt sein. Ich konnte es gerade irgendwie nicht anders. Und zwar ein Forstgerät. Wer hätte es gedacht? Ein Trecker. Ja, das ist ein schönes Gerät. Vor allem hat er eine Kette drin, da muss ich nicht ständig die Tür auf und zu machen. Da fällt mir gerade was ein. Fliegen euch jetzt nicht gleich die Ohren weg. So, ja, und mit dem Trecker fahren wir jetzt mal rüber zum Holz machen. Ich hoffe, das klappt. Also, keine Ahnung. Habe ich auch noch nicht gemacht, ne? Ich meine, hier vorne steht auf jeden Fall schon mal der ja, Häcksler bereit. Häcksler sag ich schon. Hackschnitzelverarbeitungsmaschine. Der Hackschnitzler. Das ist der Hackschnitzler. Genau. Ich kenne sogar noch einen, der Schnitzler hieß. Also von daher passt das ja. So, ja. Wie gesagt, jetzt fahren wir einfach mal rüber. Schön über die verschneiten Wege, wo man einfach gar nichts mehr sieht. Ich mag den Trecker übrigens. Sorry, muss ich schon mal gerade ausmachen. Also der ist schon echt richtig cool. Also ich mag generell die ganzen Deutz, die es so momentan gibt. Also da gibt es wirklich keinen dabei, den ich jetzt, wo ich sagen würde, der passt nicht. So, wie ich es am besten mache, ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich gar keine Ahnung vom Holz machen. Ich packe mir jetzt einfach gleich die Kettensäge und ziehe mit dem Teil hier dann mit der Schlaufe, Schlinge, das Zeug nach vorne. Und mit dem Großen lade ich das dann in den Anhänger ein. Ganz einfache Sache. Ich meine, wie soll ich es auch anders machen, ne? Also. Ach so, hey. Ich weiß immer noch nicht, wo es beim Xbox-Controller das Bücken gibt. Ja, ich muss es einfach so machen. Wie ich auch schon in dem Kommentar geschrieben hatte, momentan ist einfach Biberalarm. Also es ist nichts zu tun, es ist am Schneien. Oder hin und wieder ist es am Schneien. Und ja, wir sind halt quasi drauf und dran. Ich weiß nicht, wie die Winde funktioniert. Wir sind auf jeden Fall drauf und dran, einfach halt ein bisschen abzuholzen. So, verbleibende Seile. Ja, das ist ja schön. Aber was mache ich damit? Also, wie packe ich mir den Baum? Was ist das jetzt? Will mich jetzt. Also, ich muss das jetzt mal gerade mit der Tastatur machen. So, ich habe den jetzt demontiert. Kann ich den jetzt wieder montieren? Ja gut, ich brauche ihn ja im Moment eh nicht. Wo der jetzt hin ist, keine Ahnung. So, wie kann ich mir jetzt den Haken schnappen? Interessant. Montieren, ist klar. Kann ich das aus der Innenansicht? Das Ding ist aktiv. Umschalt links B. Schalten wir sie mal ab. Ja, nu. B. Wow. Eigentlich sinnvoll, wenn man das Ding dann ausmacht vorher. So, wie war das jetzt noch mit dem Anmachen? Ah, oh, herrlich. Ja, sorry, dass das jetzt die erste Folge natürlich so abartig wird. Ja, dann zieh doch. Was ist los?
keinen Saft auf der Buchse? Muss ich das wieder nachgucken? Schnell winden. Winden. Ach, auf Y. Ah. Oh, 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 oh. Ein Glück, dass ich mir hier noch den Kasten da gegönnt habe, würde ich mal sagen. Na gut, so kann man halt auch transportieren. War es zwar nicht so geplant, aber ja. Entasten braucht man nicht. Wozu auch? Oder? Ich glaube, das Seil ist gelöst. Auf X passiert nichts. Auf X passiert nichts. Möchtest du das anmachen erst? Auf X passiert nichts. Alles ablösen. Umschalt B. Nö. Hä? Na doch. Ist natürlich. Liegt natürlich super. Jetzt habt ihr meinen Kontostand gesehen. Weil. Ja. aber das Geld wird nicht benutzt. Also das ist ja noch, wie gesagt, von der anderen Karte. So, dann schmeißen wir das Tierchen hier erstmal an. Ich mach's gerade alles mit Tastatur. Das ist die erste Runde, einfach mal ausprobieren. So, jetzt aber mal mit dem Controller das Ding anheben. Das müsste ja klappen. Ah, der ist aber ein bisschen lang für den Hänger, würde ich mal sagen. Und hier ist der. Drehen. Noch ein bisschen länger machen. Blinken wir noch. So. Er greift ihn langsam. So. Irgendwo da müssen wir dann noch ganz langsam haben, oder? Ich mache einfach mal zu. Gucken, was passiert. Er hat ihn. Wow. Im ersten Zug hier. Unfassbar. Hätte ich es nicht erwartet. Okay, aus der Innenansicht so einen dicken Kran zu bewegen. Ich will nicht sagen, dass es abenteuerlich ist, aber es ist abenteuerlich. Kann man jetzt nicht anders sagen. Naja, okay. So, da erstmal reinlegen. Ah, das passt aber schon. Hinten noch ein bisschen kürzen und dann läuft die Sache, würde ich sagen. So, jetzt setze ich nur weiter vorne an, damit ich den direkt gepackt kriege und direkt abschneiden kann. Dann kann ich ihn auch in einem noch entasten. Würde ich jetzt mal sagen, ne? Ah, ich meine, jetzt jeden Baum da einzeln einsammeln. Aber ich wüsste es nicht, wie ich mit dem Baum, mit der Winde mehrere Bäume gleichzeitig halt ziehen kann, ne? Das ist dann, glaube ich, der Pro-Modus. Den können wir dann uns das nächste Mal angucken. So. Tja, wie ich es entasten soll? Ich steige einfach mal über die Deichsel ein. Es geht schon. Geht schon, geht schon. So, ja. Entastet ist er schon mal. Das kleine Stängelchen da. Sehr schön. Ja, ja, ja. Das ist eine abenteuerliche Sache. Also wenn das in dem Tempo weitergeht, können wir auch in 10 Videos den ersten Wagen wegfahren. Ungefähr. Grob geschätzt. Könnte auch ein bisschen mehr werden, ich weiß es noch nicht. Aber wozu gibt's Hilfe? Ich denke mal, wir werden am Sonntag... Ihr seht das ja nicht. Es ist ja der Mist. Das ist jetzt das... Ich glaube, 38. Video. Wir sind jetzt bei 32. Ja, das werdet ihr nicht sehen.
Ich werde es in irgendeinem Video mal ankündigen. Einfach mal mit reinschreiben. Sogar im Header. Dass am Sonntag ein Livestream ist. Und dann machen wir das hier. Dann schaukeln wir das Ding. Und wenn wir hier 15 Kettensägen stehen haben, das Ding ist leer. Aber ich weiß es noch nicht. Also wie gesagt, zu zweit schaffen wir das auf jeden Fall, denke ich mal. Ne? Der Jute Voltaren hat ja schon geschrieben, dass er gerne Bock hat, mal zu helfen und mitzumachen. Dann kann er hier auch gerne mal mitmachen. Würde ich mir sagen. Dann machen wir das am Sonntag. In der Hoffnung, dass er dann da ist und kann. Ist ja immer so eine Sache. Die Zeit ist immer so ein Problem. Sowohl bei mir als auch bei ihm. Aber ich denke mal, das sollten wir hinkriegen. So, ja, dann... auf geht's zur zweiten Runde. Im zweiten Baum. Way. Die Sache, unfassbares Tempo hier, ne? Wir legen den Tempo am Tag. Ein Baum. In 10, ja, 11 Minuten. Mit vielleicht ein bisschen Vorspann, Abspann. Widerspann. 10 Minuten. Aber okay. So, also wie war das jetzt? Die ist aus. Dann kann ich jetzt mit, ich glaube B war das, ne? Nee. Ich kann den jetzt gar nicht anhängen. Schon erst durchsäbeln? Ich glaube, ich muss den erst durchsäbeln. So. Probieren wir es doch mal. Weil, wie gesagt, also wenn das funktioniert, ne, und ich hier direkt drei Bäume oder so rüberziehe. Unfassbar. Geil. Das ist eine coole, wirklich eine coole Sache. Also kann ich es nicht anders sagen, ey. Also. Ich hätte nicht gedacht, dass es so einfach sein kann. Das geht von dem anderen direkt weiter. Wie geil. Hammer. Ey, da kann man mit günstigen Mitteln Holz fällen, ne? Ich habe jetzt, keine Ahnung, 40.000 oder so bezahlt fürs alle, fürs Ganze. Ich habe auch wieder was verkauft, aber trotzdem, also 40.000 circa. Der Fendt ist nicht weg. Der Fendt ist jetzt sogar im Einsatz. Der ist jetzt aber, also ich habe auch für 7.000 noch einen Frontlader gekauft. Das war auch Sponsoring. Und die anderen 100.000 waren Sponsoring. Oh, der fällt um. Mal schnell eingefangen hier. Die fahren wir jetzt erstmal. Wie gesagt, also das war auf jeden Fall eine super Sache. Oh, vielleicht sollte ich mal einschalten. Ich glaube, der Kleine, der mag nicht bei 3. Ja, dann machen wir einen wieder ab, ist ja kein Problem. Ist ja kein Problem hier. Machen wir den hier ab. Oh. Er mag immer noch nicht. Ja, ich glaube, der andere ist zu groß, aber der liegt ja schon fast da. Ich lasse die Karriere mal stehen. Was wollte ich sagen? Irgendwas wollte ich gerade sagen. Ach so, genau. Sponsoring. Ne? Frontlader und so. Also, Hoflader. Und, Oh. Muss ich bei einem entsprechen. Und, ja, wie gesagt. Also, fürs Ganze vielleicht 40.000 insgesamt. Kann man sich eigentlich nicht beschweren. War auf jeden Fall eine gute Sache. Eine gute Investition. Weil wenn das wirklich so läuft,
ist das auf jeden Fall eine geile Nummer. Also, Respekt. Ich hätte nicht gedacht, dass Holz zu machen so cool ist. So, alles, was per Hand aufgeladen wird, lege ich mir hier vorne hin. Ich habe jetzt auch den Bio-Belz genommen und nicht den... Oder nee, das ist der Bio-Belz, genau. Ich wollte eigentlich den Krone-Ladewagen nehmen, aber... Ist okay. Ist okay, das Ding. Gut. Nee, aber nichtsdestotrotz... ich steig mal hier ein, wenn es leiser ist. Nichtsdestotrotz verabschiede ich mich mit der ersten Folge, sag vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns. Ohne Scheiß. Also ich habe jetzt gerade Bock, bin jetzt gerade hier in Fahrt, ich wollte eigentlich nur eine Folge machen. Bei der Geschwindigkeit wären es noch zwei, Minimum. Wir hören uns, ich bedanke mich, noch einen schönen Tag euch, ciao.